So. Und weiter geht's auf der Insel der Ruhe. Oh, diese Schweinchen sind so müde. Es muss hart sein, die ganze Zeit nichts zu tun zu haben. Ach ja. Die Schweinchen, da hast du vollkommen recht. Dies ist das Leben, das ich brauche, ja. Ah. Erdbeersamen und Dünger. Oh, perfekt. Dünger. Karotten. Was haben wir hier? Ah, mein Freund Jason. Jedes Abenteuer makes me feel fall deeper in love with you. Jedes Abenteuer mit dir mein Freund Jason. Jedes Abenteuer mit dir lässt mich dich mehr lieben. Von den höchsten Bergen in die tiefsten Seen. Mein Herz wird dir überall hin folgen. Ich liebe dich, Priscilla. Oh, und Schoko-Erdbeeren. Oh, das ist süß. Ja, die Fische brauche ich. Die gibt es auch hier, ich verstehe. Ich habe nur nicht so viele Larven. Mist. Das ist ärgerlich. Ist diese Insel der beste Ort in ganz Nara? Ich denke schon. Naja, wenn es Insel der Ruhe ist und hier alles irgendwie nur so voll rumliegt. Warum nicht? Ja, eine Larve. Super. Perfekt. Halleluja. Lobpreiset den Herrn. Wunderbar. Schön. Supi. Freue ich mich. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Aber das Angeln ist hier einigermaßen in Ordnung. Och, komm schon. So, jetzt muss ich eigentlich genug haben. Bringen einmal die Engelsfische. Wunderbar. Das freut mich. Neuer Tag angebrochen. Da muss ich noch mal, muss die Chor noch mal was spachteln. Aber ich habe ja zum Glück genug zu essen für die Kleine mitgenommen. Vorbereitung ist alles. Jo, den Schweinchen geht's gut. Den geht's wirklich gut hier. So, noch eine Larve. Noch ein bisschen Honig. Oh, perfekt. Super, die Insel ist wunderbar. Die Moon gammelt also hier auf Ananas. Und noch eine. Und noch eine. Hier haben wir also das, was wir brauchen. Herrlich, wunderbar. Tschüss, Moon. Mach's gut. Viel Spaß beim Erholen. Folgendermaßen, ich werde jetzt erstmal auf die Heimatinsel gehen. Oh, freut mich. So, wunderbar. Favorite Backpack. Das ist super. Gut, ich weiß jetzt auch, wo wir Ananas herkriegen. Die Frage ist, kann ich die auch hier irgendwo anpflanzen? Warum eigentlich nicht? Pflanzen in der Nähe des Meeres. Stimmt, die wachsen ja auch an Palmen. So, wunderbar. Eine behalte ich. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo ist das her, wo es den Kram hergibt. So, okay. Küche. Ich muss die Paella nach Koas Art machen. Dazu fehlen mir zwei Ananasfrüchte. Okay, das ist aber nicht das Problem. Jetzt, wo ich weiß, wo ich die herkriege, ist das durchaus in Ordnung. Will ich erstmal hier alles abgrasen. So, den Bienenstock. Ich baue den Bienenstock mal hier hin. Hier in der Nähe vom Wasserturm. Blue hat mir gesagt, dass ich in Harmonie mit den Bienen sein muss. Ich mag sie summen zu hören. Bald werden sie Honig für mich machen. Wunderbar. Eieiei, da habe ich mich jetzt doch ein bisschen verschluckt, aber freue ich mich. Ich freue mich, dass es gut läuft. Dementsprechend kann ich eigentlich nicht meckern.
ärgerlich, dass wir nur drei Ananasfrüchte gefunden haben. Aber das müsste ich mir eigentlich direkt aufschreiben. Insel der Ruhe, da gibt's Ananas. Ich verstehe. Sekunde. Wunderbar, super. Freue ich mich. Ich weiß, dass ihr Hunger habt, Hühner. Aber ich muss erstmal alles abernten. Und dann kümmere ich mich um euch. Ich glaube, ich muss echt aufhören, alle Tiere retten zu wollen. Weil ich glaube, so langsam habe ich hier richtig viele Hühner. Und ich glaube, das wird langsam auch relativ schwierig, die dann auch alle zeitgleich ernähren zu wollen. So. Jetzt braucht die Koa nochmal einen gegrillten Fisch. Das ist super. Du kriegst was zu essen, du kriegst was zu essen, du. Oh, du hast schon was zu essen bekommen. Okay. So, du kriegst was zu essen, du natürlich auch, Hühnchen. Und du. Und du. Und du. Wunderbar. So, Eier habe ich mittlerweile mehr als genug. Na gut, dann sammle ich noch ein paar Orangen. Ja, du kriegst natürlich auch dein Futter. So, du auch. Wunderbar. So, ein paar Äpfelchen habe ich auch noch bestimmt im Beutelchen für die Hundis. Wunderbar, super. So, du hast was zu essen gekriegt. Du auch. Du bekommst noch ein paar Möhrchen. Du noch ein paar Möhrchen. Wunderbar. Supi. Alles klar. Und dafür kriege ich ein paar Trüffel. Das ist wunderbar. So. Ach so, stimmt. Ich wollte ja meine... wie heißt meine Steine mal in Lehmbarren verarbeiten? So, Werkstatt Lehm. Mache ich so viel ich kann. Super, dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. So. Merkwürdiges Metall. Ja, mach doch gleich mal ein paar Barren. Gut, Goldbarren kann ich jetzt nicht so viele nehmen. Das ist aber kein Problem. Ja. So, was kann ich in der Küche noch machen? Jo, Ananas fehlt. Fischsuppe mache ich mal eine. Warum eigentlich nicht? Mach noch ein paar O-Säftchen. Noch einen Brombeersaft. Orangeneis am Stiel, lecker. Und noch einige Pommes. Wunderbar, dann hat die Koa doch wieder genug zu essen.
Super, Werkzeuge passt. Okay, ja, ich habe jetzt einiges an Futter. Kehre zu Dunner zurück, Koa, Koa, bring aber an die Anglerfische, mach weiter mit Koa. Da bin ich dran, Koa, Koa. Napopo. Mache weiter mit Kaleb. Onzo. Sprich mit Taima. Okay, ich würde dann Folgendes machen. Ich bringe jetzt die Fische zu Dingsbums. Die Fische zu Awan. Und dann gucke ich mal, was der noch zu sagen hat. Und ja, mit Anzo kann ich auch direkt auch noch sprechen, der ist ja hier. Und so, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist genau, wie ich befürchtet habe. Es tut mir leid, hier hast du die Blume. Sie sieht wirklich krank aus. Ja, die Elite zerstören alles, was sie berühren. Das ist nicht so toll. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alles klar. Okay. Ich habe den Fisch dabei, den du haben wolltest. Großartig. Ich habe da alles vorbereitet, damit wir das neue Rezept ausprobieren können. Weißt du was? Taka und du, ihr seid gar nicht so verschieden. Wie meinst du das? Warum sagst du so etwas? Ihr beide liebt es zu kochen. Und ihr beide arbeitet den ganzen Tag. Vielleicht könntet ihr zusammenarbeiten, dann hättet ihr beide weniger Arbeit. Niemals. Schon gut, ich meine ja nur. Hier, für den Fisch. Und jetzt muss ich mit Kochen anfangen. Na gut. So, Awan, du siehst ziemlich schlecht aus. Zu viel Arbeit. Ich glaube, er ist krank. Ich muss weiter an meinen Rezepten arbeiten. Nein, Boss. Was du brauchst, ist Ruhe. Genau wie ich. Aber du bist doch nicht krank. Nur zur Sicherheit. Ich werde dir etwas Suppe bringen. Und Tee. Und Orangensaft. Du musst viel Flüssigkeit zu dir nehmen. Das brauchst du nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, Nachmittagstee. Ansonsten habe ich alles. Zu Dunna, Koa, Koa, aber ein Tee. Weißt du was? Das mache ich auch gleich. Ich weiß auch, woher ich das herkriege. Die Frage ist nur, ob ich das heute noch schaffe. Ansonsten nehme ich einfach mal einen Schlafsack und übernachte ja mal im Freien. Jo. Dieser Emi verkauft mir das Teeset. Ja, wer zu viel arbeitet, der wird natürlich auch ausgelaugt und muss dementsprechend sich auch irgendwann mal erholen. Das werden die noch mit, das muss der kleine Halunke auch noch mitkriegen, der liebe Awan. Oh, das gab dreimal Gold, das war richtig gut. Zweimal Kupfer. Einmal mit zweimal Metall. Das war eine gute Ausbeute. Sei nett zu den Leuten, zu allen Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Ja, ist ja gut, Saimi. So, die Frage ist nur, schaffe ich es noch? So, esse ich mal selbst ein Äpfelchen. Wunderbar. Na gut, mal gucken, wie lange der offen hat. Aber 20 Uhr, da sollte ein Restaurant eigentlich offen haben. Die Bank. Warum hat die eigentlich einen Planeten auf dem Dingsbums? Das passt mir so gut wie gar nicht. Aber na gut, dann ist das so. So. Ich hoffe, der Tee tut dir gut. Ja, ich glaube schon, aber jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Nein, du ruhst dich jetzt erstmal für eine Weile aus. Niemand möchte etwas essen, das von einem kranken Koch zubereitet wurde. Koa hat recht. Okay, okay, ich verspreche, dass ich mich ausruhen werde. Wunderbar. Entschuldige, ich koche gerade. Okay, wunderbar. Koa, 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 Kaleb. Okay, Koa, Koa, Koa. Kaleb, Koa, Lizio. Taima sprechen mit Taka für den nächsten Auftrag.
Weißt du was? Wir übernachten. Nee, ich will jetzt mit Taka nochmal sprechen. Taka, hast du von Aban gehört? Alles, was mit ihm zu tun hat, interessiert mich nicht. Er ist ein bisschen krank. Hat er etwas Schlechtes gegessen? Nein, er arbeitet nur zu viel und ruht sich nicht genug aus. Nun, das tut mir leid für ihn, aber das heißt mehr Kunden für mich. Könntest du ihm nicht ein wenig zur Hand gehen? Warum tut ihr euch nicht zusammen? Braucht ihr eine Pergola? Eine was? Ich muss eine Pergola für diesen Tisch anfertigen. Die Leute beschweren sich immer in der Sonne zu sitzen zu müssen. Aber wir sind doch hier am Strand. Bring mir etwas Metall, Holz und Stoff. Okay. Das kriegen wir hin. Die Frage ist nur... Na gut, die Akazie hat sowieso zu. Ach, dann lege ich mich hier an den Strand. Das scheinen nette Leute zu sein. wie eine kleine Raupe. Also ich liebe das Spiel einfach. Das ist echt goldig. Das gefällt mir sehr. So ist es einfach. Und ja. Gut, jetzt muss ich warten, bis die Akazie um 9 Uhr oder um 10 Uhr aufmacht. Dann kann ich nochmal einen Stoff herstellen. Und wenn ich den Stoff dann hergestellt habe, dann scheint auch langsam sich dem Ende zu neigen. Was gar nicht mal so schlecht ist. So. Okay, Akazie ist hier links. Auf der linken Seite von Aquila. Es ist schön hier. Es ist wirklich schön. Es gibt noch so viel zu entdecken. Hier oben auf der linken Seite habe ich noch unten... Ja, im Südwesten habe ich noch ein bisschen was zu entdecken und auf der östlichen Seite auch noch einiges. Ah, super, die Akazie hat schon auf. Supi. So, ich muss mal in die Werkstatt. Dankeschön. So, was brauche ich denn noch? Stoff. Wunderbar. Um 10 Uhr macht die Strandbar auf. Dann kann ich das dem Taka gleich bringen. Super. Wunderbar. Sollte eigentlich gehen. Ein bisschen Geld habe ich auch noch. Das ist schön. So, hier hast du deine Materialien. Gut, das sollte reichen, um die Pergola zu bauen. Wunderbar. Bauelement, Sonnenschirm. Wunderbar. Taka, könnte ich eine Portion Muscheln in Weißwein zum Mitnehmen haben? Natürlich. Aber warum isst du sie nicht einfach hier? Das geht nicht. Sie ist für Noho. Ah, ich verstehe. Sag ihm, dass er sie aufwärmen soll, bevor er sie isst. Dann schmeckt das Ganze besser. Ist gut, ich sage es ihm. Okay. Noho. Was? Moment. Aber der heißt doch Aban. Aban, möchtest du eins meiner Gerichte probieren? Dein Essen ist zumindest immer interessant. Sag mir, was du davon hältst. Das ist wirklich nicht schlecht. Die Soße ist wirklich lecker. Taka hat das gekocht. Was? Was hast du dir dabei gedacht? Hey, beruhig dich erstmal. Ihr zwei versteht euch nur deshalb nicht gut, weil ihr euch nicht wirklich kennt. Wenn ihr Freunde werden würdet, niemals. Geht das schon wieder los? Ach, herrje. Entschuldigung, ich koche gerade. Okay, schade. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Koa. Kaleb, Koa, Koa, Koa. Kaleb, Koa, Lizio.
Spreche mit Taima und spreche mit Taka. Ich werde jetzt einfach mit Taka nochmal sprechen, dass ich hier die Quest, dass die Questreihe auch langsam sich dem Ende zuneigt. Kannst du vielleicht mit Avan reden? Nein, warum nicht? Du hast doch selbst gesehen, dass er gut ist, weil er nicht die Seele eines Meisters hat. Er ist nur ein mittelmäßiger Koch. Du doch auch. Ich bin der Sohn eines Meisterkochs und der Enkel einer Meisterköchin. Und Avan hat die weite Reise hergewagt, weil er etwas lernen möchte. Das ehrt ihn sehr. Er könnte ein großartiger Partner für dich sein, so wie ich eine großartige Schülerin bin. Wir werden sehen. Übrigens, ich möchte nicht mehr deine Schülerin sein. Ich wusste es, aber ich werde dir noch ein letztes Geheimnis verraten. Ah, Ramennudeln. Oh, lecker. War's das jetzt mit Taka? Super. Wunderbar. Okay, Lizio. Muss ich mit Lizio sprechen? Nein, ich muss mit Co-Arbeiter machen. Okay, dann muss ich jetzt zu Dunna zurück. Wunderbar. Dann habe ich die zwei Köche schon mal abgeschlossen, den Bram und den Taka. Jetzt muss ich einfach mit den Aufgaben von der Koa weitermachen. So ist es einfach, kann man nichts machen. So, ich darf natürlich, ich vergesse langsam mittlerweile die Uhrzeit. Ich denke immer so, ja, es ist zu spät, muss man auf die Uhrzeit gucken und dann ist schon 20 Minuten her. Ich will jetzt mal, bevor ich jetzt großartig hier rumirre, will ich die neuen Inseln mal erkunden. Ich muss nach links. Warum kann ich nicht in den Süden? Eigentlich. Das ist die Insel, die diese komische Insel ist das. Wo die Bewohner sich in Vasen verwandeln. Okay, offene See. Dann gibt es noch ein Tier. Weiß noch nicht, ob mich das wirklich interessieren sollte. Weil eigentlich bin ich nur an Schafen interessiert. Weil Schweine und Kühe habe ich genug. Ich meine Schweine und Hühnchen. Wer ist das? Ach ja. Koa, weißt du, was ich jetzt wirklich gerne hätte? Kürbiskuchen. Aber hier draußen, mitten auf dem Meer. Ein Freund von mir ist ein wirklich guter Koch. Er mag es auch zu backen. Vielleicht kann er dir helfen. Ich werde ihn fragen. Bram, super. Gut, wunderbar. Dann muss ich da nochmal mit Bram sprechen. Schön, freue ich mich. Tempel des Westens. Ah. Engel des Nordens, Süden und Westen. Hütet ihren Schlaf und fügt alles zum Besten. Wunderbar. Das war ein kleines Gedicht aus dem Film Born to Die mit DMX und Jet Li. Ah, den habe ich früher sehr gerne gesehen. So, Pfirsiche. Eine neue Blumensorte. Ich glaube, das hier ist jetzt mein Lieblingstempel. Oh, da gebe ich dir aber vollkommen recht. Okay, hier muss ich Kohle opfern. Für den Augenblick ist alles friedlich. Ach so, ich habe ja noch die Dingsbums noch nicht. Die ist ganz schön launisch, die kleine Napopo. Jo, dann ist das so. Hier ist noch eine Krabbe. Ich guck gleich mal, ob ich, wie viel ich wirklich. Ah, Bananen geben Kraft. So. An elder once said to a hero before giving the sword to him. Ein Älterer sagte einmal zu einem Helden, bevor er ihm das Schwert gab, es ist gefährlich, alleine zu gehen, nimm das. Don't know why I came with that message. Well, have fun. Ich weiß nicht, warum ich jetzt mit dieser Message hier angetreten bin. Hab Spaß. Alles klar, hab ich auch. Ohne Mütze! Von wo hab ich die Mütze her? Und da drüben gibt's auch noch was.
Hier gibt es richtig viel zu entdecken. Und wir sind schon bei 24 Minuten. Oh je, wie die Zeit vergeht. Okay, okay. Kugelfisch? Ist das Kugelfisch? Nee, ist ein komischer Fisch. Den kenne ich nicht. Doch, Kugelfisch. Okay, gut. Ich kenne ihn jetzt nur anders. Aber na gut, ist kein Problem. Ach, weißt du was? Warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Super. Gut, haben wir den Tempel auch schon. Jetzt gehe ich wieder zurück zum Boot. Und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. So, so, ich kann weder nach Westen noch nach Süden. Nach Süden, klar, ist logisch. Okay, ich würde sagen, ich mache hier einen Cutty und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Come on.